Ich habe gerade eben so ein bisschen die Trends abgecheckt, um zu gucken, was hier jetzt gerade los ist. Und ich sehe gerade, dass Mois immer noch krass dabei ist. Respekt. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er tatsächlich so lange drauf bleibt. Es ist sehr selten zu sehen, dass Leute, die irgendwie Musik rausdroppen, dann irgendwann mal so lange in den Trend sind. Natürlich ist darunter sofort Luciano, Cero, El Mero, sowohl auch Nash als AZ, aber Mois ist darüber. Krass, Respekt. Was ich aber noch gesehen habe, ist Gamer Brother Polo Ferrari. Und ich habe den Kanal mal so ein bisschen abgecheckt. Es ist auch so ein Typ, irgendwie, der macht, glaube ich, FIFA-Sachen. Also so irgendwie, ich zock das schon lange nicht mehr. Konsole. Ich glaube, das ist FIFA. Ich habe nur so die Thumb, also diese Thumbnails, wie auch immer, angeschaut. So. Und mir ist, glaube ich, eins aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das er auch gewesen ist. Ich habe da irgendwann mal so ein Monte-Video geguckt und da hat er auch über irgendeinem Typen, der so irgendwie FIFA streamt und sowas, also so ein Video gemacht. Und da waren so 10.000 Werbungen immer in so einem Video. Ich weiß nicht, ob es dieser Typ ist, keine Ahnung. Aber er hat halt Game Brother, also Polo Ferrari rausgehauen, ja? So. Und da das ein Reaction-Kanal ist bei mir hier, schauen wir uns das mal an. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ja. Was mich hier erwartet. Song vom Gamer. Ich weiß nicht, ob er schon mal sowas Ähnliches gemacht hat. Ich habe über ihn nicht so viele Informationen, muss ich sagen. Deswegen interessant. Andere Rapper von Maybach. Lelele für ein bisschen. Das sieht schon so ein bisschen danach aus wie Satire, ja? Also, was heißt Satire? So ein Humorvideo, ja? Jeder Rapper fährt ein Maybach. Ich fahr ein Polo. Den Reibach. Doch ich brauch keinen dicken Benzer. Handy Rolli straight aus dem Fenster. Broski's weg. Der Don und der Chef. Hype in den Chat. Legende im Game. So wie George zu dem Best. Ich Beat ist gut. Beat haut in die Fresse. Video ist auch okay. Ja, sehr gut geschnitten. Bis jetzt kommt vielleicht noch was. Vielleicht kommt noch immer. Es kommt immer eine Überraschung. Ja. Best of the rest. Number one für die Ewigkeit. Bleibe VW Polo Gang auf Lebenszeit. Vor paar Jahren wurde. Da irgendwie seine Stimme so ein bisschen wie bei Marcel Scorpion. Oder ich bin einfach nur dumm, keine Ahnung. Moment, Marcel Scorpion, der hat auch so irgendwelche Tracks und so. Oder? Dein Schädel hat die Form eines Rechtecks. Macht auf Instagram Model, ich find dich echt voll heftig. Krasse kann. Nein, doch nicht. Sorry, nehme ich zurück. Dich noch ausgelacht. Kennst du das Gefühl, wenn jeder Auge macht? Over the top, ich flow wie ein Gott. Bring dickere Parts, hier billigen Schrott. Bei dir ist bis jetzt jedes Single gefloppt. Deiner Zaun ist am Arsch, über Vincent van Gogh. Abgehoben. Was ist am Arsch über Vincent van Gogh? Das Ohr. Oder? Hier ist bis jetzt jedes Single gefloppt, deiner Zaun ist am Arsch über Vincent van Gogh. Abgehoben wie. Ich versteh's nicht. Was ist am Arsch? Der Zaun? Abgehoben. Am Arsch über Vincent. Bei dir ist bis jetzt. Bring dickere Parts, hier billigen Schrott. Bei dir ist bis jetzt jedes Single gefloppt, deiner Zaun ist am Arsch über Vincent van Gogh. Noch nicht mal YouTube kann das irgendwie aufgreifen, ja, gemacht, aber das war wohl wieder was. Ich habe es nicht verstanden mit dem Van Gogh. Es wäre ultra freundlich, wenn ihr mir das unten reinhauen würdet. Was meint er genau, das Ohr von Van Gogh? Zaun. Abgehoben wie der Wendler. Aber deine Bitch, ja, sie kennt's ja. Abgehoben wie der Wendler. Ja, naja. Ah. Mittlerweile ist er tiefer als die Hölle. Mein Style ist Retro Atari, denn ich komme im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Ja.
Das sollte ja, glaube ich, so ein typischer Trap. Also eigentlich das, was alle machen werden. Ja? Dieser typische trappische Beat und das, was auch Flair immer macht, zehnmal wiederholt, man wiederholt immer zehnmal denselben Satz oder Wörter oder sonst was auch immer, aber bei Flair klingt das einfach geil. Sorry, da muss ich leider Flair loben. Der Bratan fährt im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Dicker Spoiler wie Enissa Armani. Leute machen Auge auf mein Supersportwagen. Ich weiß nicht, die Hook, da fehlt mir irgendwas in dieser Hook. Da fehlt mir irgendwas. Ich kann's jetzt gerade nicht sagen, was, aber da fehlt was. Will ich Leute mundtot machen, muss ich Router vortragen. Ich so Google Chrome und du so Safari. Denn ich komm im Polo Ferrari. Polo. Diese Line ergibt einfach keinen Sinn. Du so Google Chrome, ich so Safari. Nur weil es reimt auf Polo Ferrari? Dein Ernst? Dicker Spoiler wie Enissa am. Auf mein Supersportwagen will ich Leute mundtot machen, muss ich Router vortragen. Ich so Google Chrome und du so Safari, denn ich komm im Polo. Okay. Ja. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Ferrari. Aber über das Video kann ich überhaupt nicht meckern. Qualitativ ist das Video stark. Ich bin einfach gerade so ein bisschen über einige Lines einfach geflasht. Entweder ich bin echt gerade, weil ich aufgestanden bin, nicht so ganz fit gerade im Kopf und hirntot und raff gerade einiges nicht. Oder da sind so einige Füllwörter einfach drin, so um den Text zu kaschieren. Dann fährt im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Dicker Spoiler wie Enis. Das wird, die Idee natürlich ist geil mit diesem Polo Ferrari. Ja, das ist so, so humormäßiger Scheiß, den man einfach bringen kann, so, ja. Du fährst da, was weiß ich, den geilsten Wagen, Ferrari, und ich fahre einfach ein Polo. Ja, und das ist für mich ein Ferrari. So. Kann man bringen, und das ist eine sehr geile Idee. Ja. Nur, ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen schlecht umgesetzt. Man könnte das viel besser umsetzen. Armani. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Und das Krasse gerade da dran ist, ich glaube, es geht jetzt schon so 40 Sekunden oder so, nur Polo Ferrari, ja. Der Kai hat ja empfohlen, dass man so Songs macht, die 2 Minuten 45 lang sind, damit die besser auf Spotify ankommen und damit man besser damit Geld verdient. Und der Song, ungelogen, ist 2,45 lang, also 2 Minuten 45 Sekunden. Und die letzten, ich schätze jetzt 30, 40 Sekunden, nur Polo Ferrari. Ja, also so einfach der Track wurde einfach gefüllt. Einfach gefüllt. Die ersten Parts, ich weiß nicht, was war das? Ich glaube, 12er. Also ich glaube, das war noch nicht mal ein 16er. 12er oder 10er. Und danach so ein lausiger 6er. Und jetzt einfach gefüllt mit Polo Ferrari. Ferrari. Ja, der Bratan fährt im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Na gut. Es ist meine Einschätzung, ja. Ihr könnt mich, wie gesagt, in den Kommentaren korrigieren, lynchen, was ihr wollt, ist mir scheißegal, ja. Ich finde Track, man hätte da wesentlich mehr rausholen können, allein schon von der Idee her Polo Ferrari. Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, also den Titel finde ich nicht schlecht. Man könnte da wesentlich Besseres rausmachen, aber gut, so ist das halt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.